Also diese Frage muss ich ein bisschen seltsam beantworten, weil ich eher etwas in Erinnerung habe, wo ich mich furchtbar aufgeregt habe über das viele Lachen im Theater. Also ich erinnere mich an eine Aufführung im Residenztheater in München, immerhin von Martin Kuschei war das eine Inszenierung von Der nackte Wahnsinn. Mein Lachen im Theater ist gar nicht so lange her. Das war tatsächlich hier in Memmingen bei dem Stück Ewig Jung. Also da habe ich wirklich herzhaft lachen müssen. Und zwar war das auch ein Lachen, das alles umfasst hat, weil ja wirklich die Auseinandersetzung mit dem Altwerden und Altsein auf im wahrsten Sinne des Wortes komische Weise dabei für mich perfekt rübergekommen ist. Und da habe ich wirklich viel gelacht. Ich bin ja selber im Humorfach unterwegs und also ich weiß es, wie schwierig das ist, so ein gutes Timing hinzukriegen. Also ich finde zum Beispiel, der Peter Kästens ist ein exzellenter Komödienregisseur, da lache ich immer sehr bei seinen Inszenierungen. Ich gebe zu, das ist ein Klamauk-Stück, da geht es ja um Theater im Theater und da darf gelacht werden. Aber da wurde in vorauseilendem Gehorsam so exzessiv gelacht und vor allem die Dame, die direkt hinter mir saß, die hat quasi immer schon, also wenn die Pointe kam, habe ich schon den Kopf eingezogen, weil ich wusste, jetzt brustet sie wieder los. Am meisten gelacht habe ich, glaube ich, also hinter den Kulissen. Ich spiele ja selber auch Theater, also ich kenne das Theater von beiden Seiten. Eine Erinnerung, das war so in der Abiturzeit, da gab es eine Studiobühne in Bayreuth und die hat ein Stück gespielt, Glück im Pech, Spiel in der Liebe. Ich hatte schon keine Lust mehr zu lachen. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn das ganze Theater sozusagen schenkelklopfend brüllt, dann hat man es irgendwie, dann will man auch nicht mehr mitlachen, weil die anderen ja schon lachen. Und also jetzt eher eine Geschichte, wo ich keine Lust hatte zu lachen. Da habe ich ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu. Meine Schwiegermutter, die leider schon verstorben ist, die wäre dieses Jahr 91 geworden und die hat ab und zu vom Café Rieger berichtet, in dem sie als junges Mädchen war. Und von daher bin ich mit großer Vorfreude in dieses Stück gegangen mit meiner Frau damals und fand das extrem faszinierend. Das war die große Zeit der Quizshows, jeder gegen jeden und so weiter. Und die haben quasi das Leben als Quizshow gestaltet. Und wir haben noch tagelang danach gelacht. Das war ein hervorragendes Stück, eine Schauspielbühne, wo sowohl Laien als auch Profis miteinander agiert haben, Studiobühne Bayreuth. Ich erinnere mich an eine Probe von Maria Stuart, wo ich den Mortimer gespielt habe, wo ich die Maria Stuart mit gewisser Leidenschaft auf einer Bank platzieren musste und ich war so leidenschaftlich, dass die Bank gleich zusammengekracht ist. Also das war sicher ein Moment, der mir ewig in Erinnerung sein wird. Mit diesen Erzählungen meiner Schwiegermutter im Hinterkopf, die mitreißende Musik, die da mit dabei war und auch da zwischendurch ein sehr sympathischer Humor, um es mal so zu formulieren, das hat mich auch sehr begeistert. Es war für mich wirklich ein besonderes Highlight. War ein tolles Erlebnis und ich könnte die Melodie heute noch singen vom Hauptlied.